around the world or show up in the karate competition. Who is the one that has the best performance? Was ist das hier? Taekwondo? Oh Gott. Beppo und Taekwondo Master? Na, jetzt wird's ab. Junge, die könnt die nur zu zweit tragen. Und dann soll man die durchhacken. Na gut, Ziegelsteine kannst du im Master auch nicht alleine tragen. Oh. Das ist Holz. Hat er den Ofenhandschuh an? Was denn, bei Taekwondo zieht man Hosen? Hosen. Hosen, naja, Hosen sowieso, aber Hosenhandschuhe? Oh, jetzt sind's aber rund hier. Als ob, Alter! Jetzt übertreiben sie es aber komplett, Alter. Pepper regelt alles hier. Mit dem Knie oder was? Oh, ich wollte schon sagen. Also, Junge, komplett in den Boden rein. After round one. Na toll, die hat vorhin drei durchhauen, da ist jetzt wohl eins kein Problem. One. Master Peppa is at a loss compared to two opponents, Vanny and Freddy. Nope. She decided to prove his strength in the second round. Nope. Oha, ihr Master Peppa regelt, Alter. Okay. Haut einen Riesenstein durch, aber schafft die fünf Bretter nicht. Jetzt scheiße ich mich aber ein. Au, 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 au. Ja, was hat das jetzt mit Taekwondo noch zu tun? Lernt man das, sich verprügeln zu lassen? Oh. Aber gut, stabiler Kopf, okay. Kann man nichts sagen. Junge, da kommen einfach Blitze raus. Hey, Baby. Genau. Oh, Scheiße. Oh, nein. Die hat nicht mal einen dritten Platz gekriegt, obwohl es nur drei Leute waren. Wie funktioniert denn das? Ach so, okay. Der dritte Platz kriegt einen Scheißhaufen. Man kennt es. Okay. Pepper ist also nur stabil gegen Steine, aber nicht gegen Holz. Man kennt es. Aha. Schatzkarte. Wer bringt denn eine Schatzkarte in eine Geschenkbox? Easy, würde ich sagen. Ah, jetzt habe ich mir die Dose von Zahn gehauen. Was ist das? Hä? Wait a minute, what the hell? Als ob! Das wegen Elektro. Genau, die tanzen bei mir ständig auf Schaltung rum. Hey! Oh! Warum? Ja, wenn nur so die Tür aufgeht, muss ich nachher mal mein Ei ausbauen. Nicht diese Eier, das war zweiter. Ah, komm, wir machen weiter. Hat man das nicht irgendwo bei SMG schon? Also mit den Händen so batsch, batsch, boom, bang. Und mit den Füßen. Stabiler Schrei, Alter.
Ist das Vieh jetzt eigentlich böse oder nicht? Was ist das? Also ich weiß, was es ist mittlerweile. Nicht wirklich. Also ich kannte den Namen mal. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Aber das ist erstmal egal. Sondern ist es böse oder nicht? Aber es sieht schon böse aus. Hat das hinten Augen oder was? Au. Wie dumm. Hey. Was denn? Die hat eine Knarre und... Und die hat Laseraugen und die rennt erst weg vor dem Vieh. Alles klar. Wuppi, wupp... Ach, was weiß ich. Ich hab den Namen schon wieder vergessen, Alter. Hey, das ist ein Schlüsselloch. Okay, das war der Schlüssel. Hä? Als ob! Als ob, Mann! Genau! War der DJ auf dem Spielplatz, man kennt es. War das nicht auch mal bei Fresh Talk, bei Hardstyle Henning, der auf dem Spielplatz ein Konzert gemacht hat? War doch irgendwo, oder? Gemacht hat, vor allem gemacht hat, gegeben hat. Ach, jetzt! Oh, nein! Stimmt, ja, das ist ja die Dings. Ich hab schon wieder voll vercheckt, die Puppe von, Squid Game. Jetzt sind sie bei Squid Game. Mit einer AK, man kennt es. Mann, ich hab das letztes Mal gar nicht gepeilt, dass das die Puppe ist. Wieso lebt er noch? Hat sich bewegt? Hey! Dieser Schrei, Alter! Stabil, stabil. Hä? Wait a minute, what the hell? Okay. Hey! Nope. What? Was war das denn jetzt? Oh. Naja, da muss er doch. Boah, gleich zum Batzen, Alter. Wenn ich eine Frau möchte, nur weil du ihr so einen teuren Schmuckstück holst, dann ist sie echt nichts für dich. Ich gehe gleich zur Hochzeit, als ob. Mülleimer. Wow. Wo sind eigentlich die Gäste? Oder dürfen die wegen Corona nicht kommen? Ich glaube, der sieht den Geist gar nicht, ne? Ja klar, so wäre sonst kein Geist. Na gut, bei Mario sieht man sie auch manchmal. Hey! Hä? Voll dumm jetzt! Hey! Hä? Hey, wait a minute, what the hell? Genau! Oh nein, Pepp als Priester, jetzt was ernst! Na klar! Okay. Boah, voll verbrannt. Boah. Ja, dass die noch lebt, ist ein Weltwunder. Oh, no. Hey.
Okay. Oh. Noch größer geht's ja nicht. Da durchstichst du doch den ganzen Arm mit dem Ding. Nope. Ja gut, wenn ein Arzt so mit einer Spritze auf mich zustürzt und dann auch noch zustürmt und dann auch noch so eine riesige, würde ich auch wegrennen wollen. Nope. Erstmal pussieren. Vor ins Auge war über der Nase. Oh oh. Die Spitze, Alter. Warum? Ich habe das Ding wirklich permanent gehasst bei Battlefield 4. War es Battlefield? Ja, Battlefield 4 war es das. Ich habe das so gehasst, weil dich jeder einfach wiederbelebt hat, um EP zu farmen. Egal, ob da gerade 2000 Leute stehen und auf dich schießen, es ist einer hingerannt, hat dich wiederbelebt und du wurdest wieder abgeknallt. Und in Team Deathmatch hat dein Team halt einfach einen Punkt verloren, dafür, dass du halt wieder abgeknallt wurdest. Das war so bescheuert. Aber es wurde auch jahrelang nichts dagegen gemacht. Nope. Ja, das geht einfach nicht. Oh oh. Genau. Und wie ist die jetzt hier fieberlos hier oben? Einfach so, weil es mit den Arzt gespielt hat. Alter, das war's. Schade. Das war aber übelst geil, Alter. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich und bin damit raus.